Herzlich willkommen beim Video Die Qualität von OER. In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die Qualitätskriterien freier Bildungsressourcen. Sie können damit Ihre Kenntnisse zur Bestimmung der Qualität von OER fördern. Qualität von offenen Bildungsressourcen. Betrachtet man das Thema Qualität für offene Bildungsmaterialien einmal systematisch, so kann man sehen, dass wir mindestens drei unterschiedliche Säulen haben, auf denen die Qualität ruht. Das eine sind technologische Qualitätskriterien, also Usability, Accessibility, Reusability. Kann ich also die Bildungsmaterialien irgendwo herunterladen oder kann ich sie irgendwo hochladen? Kann ich sie Lernenden weitergeben? Kann ich sie anwenden, wenn sie ausführbar sind beispielsweise, wie Videos? Kann ich darauf zugreifen in einer guten Weise? Oder brauche ich bestimmte Softwareprodukte, bestimmte Infrastrukturen dafür? Und kann ich sie auch wiederverwenden? Also kann ich sie möglicherweise in meinem eigenen Kontext auch anpassen, wenn die Lizenz das erlaubt? Dann gibt es die pädagogischen Kriterien. Zu den pädagogischen Kriterien, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind für die Qualitätsbestimmung, gehören Kriterien zum Thema Inhalt, zum Thema Lerndesign und zum Thema der Lernfortschrittsunterstützung, also des Assessments, des Prüfens. Dabei ist es so, dass, weil wir es bei offenen Bildungsmaterialien mit Bildungsmaterialien zu tun haben, also gewissermaßen der ermöglichenden Bedingungen von Lernen und Bildung und wir über Qualität dieser Bildungsmaterialien reden und nicht über die Qualität des Lernens mit diesen Bildungsmaterialien, können wir vor allen Dingen Qualitätskriterien formulieren, die mit dem Inhalt zu tun haben. Aber auch einige, die mit dem Lerndesign zu tun haben. Denn wenn beispielsweise bestimmte Lernabfolgen, also das Drill and Practice von Vokabeln oder die Gruppenarbeit mit anderen in den Lernmaterialien angelegt sind, so haben wir auch Lerndesigns, also pädagogische Sequenzen, didaktische Sequenzen in den Lernmaterialien hinterlegt. Im Bereich der Inhalte sind Qualitätskriterien Dinge wie inhaltliche Qualität. Wird der Inhalt auf die richtige Weise wiedergegeben? Ist er adäquat? Ist er lesbar und verständlich? Ist er bedeutsam? Und so weiter. Und dann gibt es die große dritte Säule neben der pädagogischen und der technologischen Qualität. Und das ist die große dritte Säule der Urheberrechtskriterien. Also ist das Bildungsmaterial auch zertifiziert auf eine Art und Weise, die es mir ermöglicht, sie in meinem eigenen Kontext zu verwenden. Das sind die drei qualitätsbeschreibenden Kriteriengruppen, die für OER Bedeutung haben. Betrachtet man sich einmal die Welt der Instrumentarien und der Methoden, die in den letzten Jahren für offene Bildungsressourcen zur Bestimmung der Qualität für offene Bildungsressourcen entwickelt wurden, ist man vor einem ganzen Ozean von Qualitätskriterien, Bewertungsinstrumenten, Evaluationswerkzeugen, die international entwickelt wurden. Einige wenige möchte ich hier erwähnen. Das soll dazu dienen, dass Sie sich selber einmal, wenn Sie Interesse haben daran, sich vertiefen können und sich diese Tools, diese Werkzeuge, diese Kriterienraster einmal anschauen können und dabei Kriterien auswählen können, die für Ihren Kontext vielleicht von besonderer Bedeutung sind. Das ist zum Beispiel das sogenannte Bewertungsraster zur Evaluation von naturwissenschaftlichen Lehrmaterialien für forschungsbasiertes Lernen von Fitzgerald und Byers. Es enthält vier Dimensionen: Students Understanding, Understand how scientists study the natural world, develop the ability to conduct investigation und develop Habits of Mind Associated with Science. Ein anderes heißt Learning Object Evaluation Instrument, LOEI. Es enthält fünf Dimensionen von Qualität. Ein drittes, das Bewertungsraster von
Custard und Sumner, ebenfalls mit 5 Dimensionen für Qualität, oder das Framework for Assessing Fitness for Purpose in Open Educational Resources, gerade publiziert von Jung, Sasaki und Letcher, mit 3 Dimensionen, die sich beziehen auf Content, den Inhalt, Teaching und Learning Effectiveness, also die Lernwirksamkeit, und die Einfachheit in der Bedienung. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber insgesamt kann man feststellen, dass alle diese Bewertungsinstrumente und Evaluationsmethodiken sich auf 4 Bereiche beziehen. Immer auf den Inhalt, also die Frage nach Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der Lerninhalte. Zweitens auf das didaktische Design und den Support, die Unterstützung der Lernenden. Dabei geht es um die persönliche Betreuung, das möglicherweise automatisch gestaltete Feedback in den offenen Bildungsmaterialien und die Aktivierung von Studierenden. Drittens Usability und Zugang, Access, Zugänglichkeit, Interface Design und Metadaten spielen hier eine Rolle. Viertens die Bewertungsmöglichkeiten. Also gibt es eine Passung zwischen den Lernzielen und den Lernerfolgskontrollen, die in dem offenen Bildungsmaterialien angesiedelt sind. Ja, Sie haben eine Vielzahl von Erwägungen und Überlegungen zum Thema Qualität kennengelernt. Sie haben einige Bewertungsraster und Evaluationstools kennengelernt. Sie haben von der Eigenart von Qualität im Lernen und Qualität im Bildungsbereich gehört und haben einige Qualitätskriterien kennengelernt, die für Bildungsmaterialien und insbesondere auch für offene Bildungsmaterialien eine Rolle spielen. Seit einigen Jahren überlegt man im Bereich der Qualitätsentwicklung für offene Bildungsmaterialien den Switch vom Open Educational Resources zu Open Educational Practices zu machen. Also sich weniger auf die Ressourcen zu fokussieren, also auf die Materialien zu fokussieren und mehr auf die Bildungsprozesse zu fokussieren. Und wie wir schon besprochen haben, bestehen diese aus verschiedenen Elementen, dem Lernenden, dem Lehrenden, den Materialien, der Umgebung, dem Kontext, in dem gelernt wird und so weiter. Die Qualität von offenen Bildungsmaterialien beweist sich letztendlich daran, wie gut sie passt in das Zusammenspiel von Lernzielen, von Kontext, in dem gelernt wird und von den Anforderungen des Lehrenden und des Lernenden. Dabei begleiten wir die Lernenden auf ihrem Weg in eine Welt des Lernens, in der sie autonom, selbstgesteuert mit offenen Bildungsmaterialien lernen können. Wir nennen das die Progression der Lernszenarien in Richtung offener Bildungspraxen, in Richtung von offenen Bildungsszenarien. Lernende können dabei nicht nur offene Bildungsmaterialien einsetzen, sondern sie können auch dabei begleitet werden, immer mehr und besser darin zu werden und mehr Gelegenheiten zu haben, ihre eigenen Zielsetzungen zu formulieren und ihre eigenen Lernwege kennenzulernen, ihre Lernpräferenzen zu artikulieren. Also nicht nur Offenheit in den Bildungsmaterialien, die herangezogen werden können, um den Lernprozess und die Lernabsicht zu unterstützen, sondern auch Offenheit in den Bildungsszenarien, wo Lernen ein immer lernerinnenzentrierter Prozess wird. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei auf Ihrer Reise zur Qualität von offenen Bildungsmaterialien. Und freue mich sehr, Sie auf dieser Reise ein Stück begleiten zu können. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Die Qualität von freien Bildungsressourcen basiert auf 3 Säulen. Den technologischen Qualitätskriterien, das sind Usability, Accessibility und Reusability. Den pädagogischen Qualitätskriterien, also Inhalt, Lerndesign und Lernfortschrittsunterstützung und den Urheberrechtskriterien. Das sind Berücksichtigung der TULU-Regel, der korrekten Verwendung einzelner Lizenzen und des Urheberrechts.
Es gibt diverse Werkzeuge zur Qualitätsbeurteilung, die sich auf folgende Säulen stützen. Inhalt, in Bezug auf Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität. Didaktisches Design. Dazu gehören Unterstützung und Aktivierung der Lernenden. Usability und Accessibility, und zwar im Interface und den Metadaten. Und zuletzt die Bewertungsmöglichkeiten. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse zur Bestimmung der Qualität von OER erweitern, und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!